Willkommen zurück zu Super Paper Mario! Knicke die Knacke, ein Riss in Dimensionsgefüge und unsere Leere entsteht. Graf Knickwitz ist zufrieden. Alles ist so wie im dunklen Prognostikon vorhergesagt. Nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Welten untergehen. Knicke die Knack. Das ist Büpfe, Graf. Zuerst entledigt ihr euch dieser nutzlosen Welten und erschafft dann eine perfekte Welt ohne Krieg und diesen ganzen Philippanz. Ja, niemand mag nutzloses Zeug. Ja, eine perfekte Welt. Das klingt magisch. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Sorry, zu spät. Was zum? Ich bin vor mir hier. Was ist hier los? Mimimimi. Na und Lok, verschlafen, was? Du großes Dummelföhn. Nicht einfach pünktlich zu sein, wenn man anstelle eines Hirns nur Muskeln hat. Hey! Mir brauchst du mit der Formwandel nicht zu kommen. Zeig dich, Mimi. Wo bleibt dein Respekt? Du kannst doch hier nicht mit dem Grafengefecht rumhängen. Arme Sub-Premium, fast so elegant wie Graf Knickwitz. Oh, ich danke euch, Graf. Ihr zaubert jedes Mal ein Lächeln auf mein Gesicht. An der Seite des Grafen zu sein, so stelle ich mir die perfekte Welt vor. Ich dachte eigentlich, dass dein Traum aus einem Schwimmbecken voller Edelsteine und einer Mannschaft muskelbepackter Rettungsschwimmer besteht. Dementio, hast du in mein Tagebuch geschnüffelt? Ich meine, egal. Nun jedem Schergen sein Pläsierchen. Nach dem Ende dieser verkommenen Welten werden eure Träume erfüllt. Von Graf Knickwitz. Aber zuvor müssen wir den Anweisungen des dunklen Prognostikons folgen. Übrigens, dieses Thema erinnert mich an ein wichtiges Memo. Anscheinend gab es kürzlich unerlaubte interdimensionale Aktivitäten. Es scheint sich um den Helden zu handeln, der in der Prophezeiung erwähnt wird. Wir benötigen einen Plan, um diesen Typen unschädlich zu machen. Ein Eindringling. Es ist wirklich der Held. Bist du sicher, Anastasia? Interessant, interessant. Wir müssen diesem Ärgernis schnell Einhalt gebieten. Kraftknickwiff! Damit ich mal auf die Reihe kriege. Dieser Held... Der ist nicht erwünscht. Klingt doch fünftig mal um ihn kümmern. Ich gebe ihm Föhlein auf die Glocke. Also gut, Otlock, kümmere dich darum, aber enttäusche Graf Knickwitz nicht. Darauf könnt ihr euch vergrafen, Graf. Ich mach ihn fertig. Mimi, die Memphio, komm mit. Darauf heile, ihr dürft es euch ansehen. Eine Keilerei sehe ich mir hin und wieder ganz gerne an. Nun denn, da werde ich mich auch mal auf den Weg machen. Dieser Held will also tatsächlich Graf Knickwitz trotzen. Er sollte sich beeilen, denn bald existiert seine Welt nicht mehr. Knicke die Knack! Die Bösen auch sehr herrlich zu synchronisieren. Und wieder einmal wurde Mario gerufen, um die Welt zu retten. Kann er Graf Knickwitz und seinen dunklen Plan stoppen? Werden er und Prinzessin Peach sich wiedersehen? Ein interdimensionales Abenteuer bricht an! Damit willkommen zu Kapitel 1.1! Das Abenteuer beginnt. Und jetzt sehen wir gleich auch Gameplay und wissen, woraus das Game gemacht ist. Man muss nur noch schnell den Level zeichnen. Mit vier Ecken werden die Bäume einfach dargestellt. Jetzt machen wir noch in Farbe und bunt. Sehr gut, sehr gut. Und dann können wir auch schon ankommen. Die rote Tür. Ich kann das reine Herz spüren, aber es ist noch weit entfernt. Bernhard hat uns geraten, seinen Freund Sophustus zu finden, um die dimensionale Technik zu erlernen. Wir sollten ihn schleunigst aufsuchen. Und dann noch etwas. Wenn du Informationen über etwas Bestimmtes benötigst, verwende meine Kräfte. Ich weiß über viele Dinge Bescheid. Richte einfach die Fernbedienung auf den Bildschirm. Tippi wird sich auf den von dir anvisierten Punkt konzentrieren. Drücke dann A, sobald du etwas rot umrandetes siehst, um Informationen zu erhalten. Ziehe Tippi so oft zu Rate, wie du magst. Sie würde dir gerne helfen. Also ich fände es sinnvoll, wenn wir uns... Natürlich ist der Vorführeffekt hervorragend.
So, da sind wir. Kleine technische Probleme. Aber ja, indem man mit der Wiimote auf dem Fernseher zeigt, kann man zum Beispiel Gegner scannen. Das werden wir hauptsächlich tun. Ein Goomba. Er ist einer der Lakaien Bowsers. Maximale KP 1, Angriff 1. Sie stehen auf der untersten Stufe der Lakaienleiter. Niedriger geht es nicht. Sie haben auch keine außerordentlichen Fähigkeiten. Aber auch Goombas haben ihre Fans. Schwer zu glauben, ich weiß. Ich habe ein Goomba Amiibo. Ja, und das ist das Kampfsystem. Ein Jump'n'Run. Wir haben 100 Punkte bekommen. Die stehen auch über Mario. Links oben die KP, rechts oben die Münzen. Und, Herr Pilz, schnapp ihn dir und regeneriere so deine KP. So funktioniert das. So levelt man auf. Das habe ich im ersten Let's Play ehrlich gesagt auch so ein bisschen nicht für voll genommen. Schöne mathematische Formel im Hintergrund. Durch diese Tür kann man offensichtlich nicht. In diese Röhre könnte man rein, aber das hebe ich mir ganz kurz aus Gründen nochmal auf. Wir scannen aber den nächsten Gegner. Keine Angst, das wird später im Spiel nicht so häufig vorkommen. Ein Squiggly. Sie bewegen sich auf ihren vielen kleinen Beinen fort. Maximale KP 2, Angriff 1. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu ihnen zu sagen. Sieht es einen Gegner, wird es ganz aufgeregt und springt auf und ab. Ich springe jetzt auch ganz aufgeregt auf dich drauf. Da braucht es 2 Sprünge, wir kriegen aber auch ein paar Münzen. Was aber möglich ist, sind diese Karten. Ja, Squiggly-Karte. Jetzt sind wir quasi sehr effektiv gegen diesen Gegner. Mit einer Gegnerkarte erhöht sich der Schaden, den du deinem Gegner zufügst. Je mehr Karten, desto besser. Deine Angriffskraft lässt sich so enorm steigern. Schön, ne? So, das einzige Haus weit und breit, darin müssen wir was Spannendes finden, oder? Es ist komplett leer. Dieses Haus ist nicht leer. Irgendetwas ist hier. Ich kann es fühlen. Ich kann dir dabei helfen, versteckte Dinge zu finden. Verwende meine Kräfte. Ja, und eben auch wieder damit. Eine versteckte Tür. Augenblick, ich mache sie sichtbar. Wie auch immer Tippi das kann, aber gut ist, ne? Eine Tür, lass uns eintreten. Bitte sagt mir Bescheid, wenn solche Passagen kommen, die optional sind, weil es Geld oder Erfahrungspunkte irgendwas bringt. Weil bei sowas wirklich, ich werde nicht jeden Winkel untersuchen, ob da eine Tür oder irgendein Secret ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das funzt. Hallo! Wer ist der Mann mit diesem Verschnitt von einem Bart, der da vor mir steht? Und woher nimmt ihr die Dreistigkeit, hier einfach so einzudringen? Wie konnte dieses zarte Bärtchen meine geheime Tür entdecken? Bleib da stehen! Rotes Hemd, auffallend weiße Handschuhe, flotte Mütze. Du trägst das Gewand des Helden der Prophezeiung. Du bist der große Held! Oder ein Heldendarsteller. Welch Aufmachung, als ob du direkt aus dem lichten Prognostikum gehüpft wärst. Das ist Mario. Er ist so gekleidet, weil er der wahre Held ist. Merlon hat uns geraten, euch aufzusuchen. Merlon? Nur sein riesiger Bart kann sich mit meiner haarigen Glorie messen. Wenn er es glaubt, dann bist du wohl der wahre Held, glaube ich. Wohlan denn, wie es die Prophezeiung vorhersagte, ich, Sophustus, verleihe dir nun hiermit die Gabe, von nun an die Dimensionsdrehung zu verwenden zu können. Und das für den einmaligen Preis von nur 10.000 Münzen. Du verlangst eine Bezahlung für das Lehren des Helden der Prophezeiung? Das ist einfach unfassbar. Wieso denn? Selbst der große und herrliche Sophustus hat Ausgaben. Und warum soll man dem Helden die Welt auf einem Silbertablett servieren? Diese Helden glauben, sie könnten ständig alles kostenlos bekommen. Lumpige 10.000 Münzen sind doch nichts für seinen so großen Helden. Was sagt ihr? Kommen wir ins Geschäft? Ja, eigentlich hat Mario das locker in den Jahrzehnten schon x-mal eingesammelt. Bezahlte aus der Portokasse. Wir haben es nur gerade nicht dabei. Ich sag trotzdem ja. Fantastomatisch! Moment mal, du hast gar keine 10.000 Münzen? Eigentlich sollte ich mich dieser... Sollte mich dieser Geiz bei deiner Bartlingin nicht überraschen. Nun, da ich weiß, dass du gewillt bist, mich um meinen verdienten Lohn zu bringen, werde ich mich mit allen Münzen, die du im Moment besitzt, begnügen. Selbst das mache ich nicht. Du lehnst ab? Also gut, ich werde ausnahmsweise einmal auf meine Gebühr verzichten. Ich lehre dich kostenlos. Stimmst du jetzt zu? Ist in Ordnung. Hervorragend. Dann lass uns mit der Lehrstunde beginnen. Ich hätte mal weiter ausprobieren sollen. Nicht, dass er noch drauf bezahlt. Schreibt mir das mal in die Kommis, wenn ihr das wisst.
Das Spiel ist ja merkwürdig. Habt ihr schon mitbekommen, was solche Entscheidungsfragen angeht? Ja. Flimmidi, flammidi, flum. Diggidi, daggidi, dum. Sibidi, sabidi, zoom. Shaboom. Flip, flipperi. So wird's gemacht. Ich, Sophistus, habe dir die Fähigkeiten verliehen, die Dimension zu wechseln. Drücke einfach A, um zwischen 2D und 3D an sich zu wechseln. Nun, was sagst du? Das sieht einem die Schuhe aus, nicht wahr? Was A ist? Sollten wir von Bewohnern einer anderen Dimension beobachtet werden? Diese Wesen würden es verstehen. Dir fehlen Bartlänge und Verstand dazu. Mit dieser Methode kannst du jedenfalls versteckte Wege und Items entdecken. Aber beachte, verwendest du diese Fähigkeit zu lange, verlierst du KP. So funktioniert das. Von 2D zu 3D. Und jetzt sehen wir Sachen, die wir vorher nicht sahen. Weil alles so papierdünn ist und wenn es sich zur Seite dreht, so, von so nach so, ist es dann nicht sichtbar, weil es so papierdünn ist. Versteht ihr? Verwende die Fähigkeit, dich zu drehen, um in die 3D-Ansicht zu wechseln. Drehe dich zwischen 2D- und 3D-Ansicht. Löse so Rätsel und finde Verstecke. In der 3D-Ansicht wird sich deine Drehleiste leeren, oben links. Ist die Drehleiste leer, verlierst du KP. Drehe dich also wieder rechtzeitig zurück. In der 2D-Ansicht füllt sich deine Drehleiste wieder automatisch auf. Wir nehmen also noch einen Pilzmix. Und den Panzerkick. Kickst du den Panzer, rammt er deine Gegner. Prinzip ist innovativ, gefällt mir sehr gut, ist das Hauptfeature des Games. Befindest du dich in Gefahr? Drücke einfach A. Vielleicht rettet es dich. Aber Vorsicht, verwendest du die Methode zu lange, verlierst du KP. Das öffnet einem ganz neue Möglichkeiten, oder? Ja, sollte man so möglichst überall ausprobieren, weil die Entwickler überall was verstecken. Sogar hier! Nämlich ein Feuerstoß. Grillt Gegner mit glühenden Flammen. Ja, ist fast schon schade. Man würde sich ja die ganze Zeit in der 3D-Ansicht bewegen. Und deswegen gibt es eben dieses Limit. So, hier. Zack, zack, zack. Also exakt an der Stelle, ne? Hier wäre der Boden gewesen, aber da falle ich runter, weil das, ne? Verrückt, ne? Auch diese Fragezeichenblöcke hat man so nicht gesehen. Die lasse ich erstmal aus. Die kriegen wir ja gleich wieder. Jetzt schweben sie einfach in der Luft. Hervorragend. Weil, das hat Gründe. Ich werde es euch demonstrieren. Das kommt bestimmt bald wieder. Da kommen kleine 8-Bit-Marios, die beschützen uns. Aber das ist für den Anfang, für eine bestimmte Passage suboptimal. So, und jetzt reicht doch ein Sprung auf den Squiggly, weil der Squiggly, weil wir die Karte eingesammelt haben. So wird True draus. So, hier in der Röhre, da hätten wir vorher schon reingehen können, um diese Schatzkiste zu nehmen. Hier gibt es den ersten Pilzmix, deswegen habe ich auch gesagt, wir haben einen weiteren Pilzmix. Aber ich habe gewartet auf die 3D-Ansicht. Denn so kriegen wir auch diese Münzen. Es ist nur eine Kleinigkeit. Aber wenn, dann auf einen Abwasch. Okay, jetzt bin ich aus der rechten Röhre, aus der linken Röhre, also aus der rechten kannst du rein und aus der linken kommst du wieder raus. So, und so komme ich auch hier zu diesem Türchen. Ich möchte nur ganz kurz den Goomba wegwatzen. Und mich weiter vorne umschauen, weil kostet ja nichts. Mit jedem besiegten Gegner steigert sich auch die Punktanzahl für die EP. Sonst ist hier nichts, man darf ja mal fragen, ne? Man darf, fragen ist erlaubt. Ab durch die Tür, Freunde. Zweiter Bereich. Besiege Gegner, um möglichst viele Punkte zu erkämpfen. Hast du genügend Punkte, steigen dein Level, deine KP und deine Angriffskraft. Drücke Plus, um im Menü zu sehen, wie viele Punkte zum nächsten Level fehlen. Das machen wir mal eben. Das Menü sieht so aus. Level 1, Kraftpunkte 10 von 10. Angriff 1, Punkte 1600. Bei 10.000 kriegen wir den nächsten Level. Wir haben 16 Münzen und spielen seit 24 Minuten. Wichtige Items haben wir die Rückzugsröhre von Merlon. Das ist Kapitel 1 Linearia. Und die Karten sind für die 100%. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Aber ich hörte schon, das ist ein Mammutunterfangen, das nicht jedem so gefällt.
So, Items kann man auch so direkt auswählen. Charaktere. Gibt es etwa mehrere Charaktere? Man kann auch ganz schnell 1 und 2 gleichzeitig drücken, um direkt hierhin zu gelangen. Und das wird Sinn ergeben. So, warum ich die Kumpels nicht wollte, ist, dass man auch Gegner, wenn man diese kombiniert, möglichst schnell hintereinander besiegt, dass diese auch, die Punkte multiplizieren sich dann. Ich präsentiere einen Koopa. Das ist ein Koopa. Er ist eher langsam, aber sein Panzer ist eine gute Verteidigung. Maximale KP 1, Angriff 1, Defensive 1. Springst du auf ihn, zieht er Kopf und Glieder ein und du kannst den Panzer kicken. Man hört, dass Goombas sich vor den Koopas fürchten. Und warum, demonstriere ich jetzt. Ha, ha, ha. So, auch noch ausweichen, noch ein Pilzmix. Das ist der Grund, mit diesen kleinen Kumpels wäre es schwierig geworden, auf die drauf zu springen. So, Goomba-Karte ist hier. Jetzt können wir auch Goombas effektiver besiegen. Nicht, dass es das nötig. Vor allen Dingen, der ist halt in der Dimension. Genauso wie der Block. Ja, ich sollte auch die Röhren dementsprechend ausprobieren, denke ich. Ist auch kein Problem, wenn man dann direkt drin spawnt. Wollte er sich gerade ernsthaft ums Leben bringen. Pilze trotzdem mitnehmen, auch wenn man die KP voll hat. Also die dienen in Paper Mario seit jeher der Heilung. Aber wie das nun mal so ist, die geben 1000 Punkte. Und das ist halt doch was wert, ne? Ansonsten haben wir hier natürlich Super Mario Bros. 1 mehr oder weniger Level 1.1 aufgebaut ein bisschen. Nervt mich nicht. Obwohl, der kommt dann gar nicht näher. Sind auch sehr sympathische Gegner. Ein Blumensegen! Für eine Weile wird es Blumen mit Münzen regnen. Macht das nicht sogar Sinn? Wenn man das in 3D gemacht hat? Nee, da kam nicht mehr. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Das Geld fällt vom Himmel. Warum nicht, ne? Mario, du kannst alles gebrauchen. Du siehst, wie kommerziell denken die sind. Alles Kapitalisten hier. So, hier kommen wir nicht weiter, weil ihr seht, ein gähnender Abgrund. Die Berge im Hintergrund lassen sich auf diese Art und Weise aber nutzen. So, auch das. Ich finde es wirklich eine wunderschöne Idee. Kann man wirklich so sagen. Da haben wir einen anderen Kollegen. Der schießt sogar Nüsse und es gibt auch kleine Punkte. 10 Stück. Wird später nicht mehr so häufig vorkommen, das Scannen. Das ist ein Squig. Den Squig ließ er ähnlich, nur zäher. Maximale KP 4, Angriff 1. Sie haben die Angewohnheit, Steine zu spucken. Man kann diesen Stein einfach ausweichen, da sie sehr, sehr langsam fliegen. Viermal drauf? Jawohl. Hilft alles nichts, ne? Da müssen wir. Da befindet sich auch noch ein Gegner. Und das wär's. Gehen wir in den nächsten Bereich. Das ist eine Gaudi! Ich freue mich wirklich, das Spiel nach langer Zeit mal wieder zu zocken. Es wird natürlich noch um einiges anspruchsvoller. Oh, falsche Taste. Neuer Gegner. Ein Spreuing-Oing. Diese Kreatur springt und springt und springt und maximale KP 4, Angriff 1. Fügst ihm Schaden zu, teilt er sich in Mini-Spreuings. Ich frage mich, wie dieser Aufblittungsprozess vor sich geht. Verursachst du genügend Schaden mit deinem Angriff, besiegst du den Spreuing-Oing, bevor es sich aufteilen kann. Das wäre ein Plan, ne? Aber ich glaube, das wird so nicht passieren. So. Ein Spreuing-Oing, diese Kreatur. Okay, ich dachte. Ich dachte, die würden nochmal einzeln zählen. Also ich glaube, es gibt noch nicht mal irgendwie eine Gegnergalerie oder so. Ich müsste noch nicht mal alle Gegner scannen. Oder? Trotzdem, oft macht es Sinn, wenn wir ein neues Gebiet erreichen, dass wir wissen, was die tun und was ihre Schwachstellen sind. Halte 2 auf eine Plattform gedrückt, um extra hoch zu springen. Auch das, nichts Neues. Ich würde aber ganz genau. Oh, guck mal dahinter. Findet sich aber auch. Jetzt können wir das angucken. Die Kumpelkapseln. Kleine Version deiner 6 werden dir folgen. Sie fügen Gegnern, die sie berühren, Schaden zu. Oh, ihr seht schon, da hinten ist einiges los. Level up! In dem Moment, sehr gut. Bin ich vielleicht da hoch? Da komme ich gar nicht, nur doch. Da hinten befindet sich noch irgendwas. Das werde ich im Auge behalten. Ja, ich werde penibel alles abchecken, weil ich weiß es nicht auswendig vorhin. Ich weiß es nicht auswendig. Aber hier geht was ab.
Und ja, Moment, ich muss das irgendwie schlauer anstellen. Lass uns mal, was war da oben für ein Block? Hat der damit zu tun gehabt? Wenn man nicht aufhört, drauf zu landen, gab es irgendeinen Trick, um gut EP zu farmen, aber ich komme gerade nicht dahinter. Naja, wahrscheinlich das Item, das wir da kriegen können, ne? Was man da gesehen hat. Das wird sein. Ja gut, bin damit einverstanden. Nein? Münzen. Okay. Nehmen wir Münzen mit. So, lieber Spreuing-Oing. Also es ist irgendwie ein Jump'n'Run, ne? Aber irgendwie hat das auch kein Jump'n'Run-Feeling. Kommt der zurück? Ja, muss, ne? Könnte eigentlich versuchen. Das kommt einem so irre bekannt vor hier, ne? Jetzt kommt er doch nicht zurück. Oh. Ein Spreuing-Oing unter dem... Unter der Zieltreppe. Nenn ich es einfach mal. Ja, die Begabung kennt Grenzen, aber da hinten sieht es auch schon gut nach dem Ziel aus, ne? Hindurch, du Lursch! Piranha-Pflanzen, die werden wir auch nochmal abchecken. Da lugt sie gerade so raus. Dies ist eine der berüchtigten Piranha-Pflanzen. Sie lauert in Röhren. Maximale KP 2, Angriff 1. Stellst du dich ganz nah an eine Röhre, bleibt diese Pflanze in ihrem Versteck. Kann ich drauf springen? Ich glaube nicht, ne? Das ist der Witz hier. Muss man irgendwie anders besiegen. Kann es euch gerade gar nicht sagen. Deswegen lasse ich die einfach auch mal in Ruhe. Muss ja nicht immer sein. Vor allen Dingen, ich hätte es halt auch wieder so machen können. Der olle Markus. Oh ja, ein Megastern. Verwendung zum Megawachstum. Zeit, alles niederzutrampeln. Da kommen sie, die ganzen 8-Bit-Marios. Das ist so schön anzuschauen. So, schnell mal zeichnen. Dass immer dieser eine Pixel fehlt, gefühlt. So, alles weg da mit deinem Vectra. Mach Platz da mit deinem Mazda. Nur Idiota, fett Toyota. Ich fahr Toyota übrigens. So. Idealerweise. Und da haben wir das Ziel. Und das schließt den Part dann auch ganz gut ab. Ich bin halt ein bisschen kritisch. Wenn hier doch vielleicht was verpassen könnte in der Eile. Es sieht aber nicht so aus. Ihr merkt, ich bin ein bisschen unsicher. Aber uns erwartet ein großartiges Abenteuer. Deswegen Daumen hoch oder Daumen runter. Super Paper Mario wird immer bunter. Das ist das Ziel von Kapitel 1.1. Weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.